Der Muni und die Kühe. Ich habe da meinen Galloway-Kühen eine Rundballe Heu in die Raufe gebracht und da neben mir den Treibgang wieder installiert. Jetzt müssen sie durch diesen Gang hinein, um da hinten zum Brunnen zu kommen. Und warum macht das der Bauerhause? Weil am nächsten Donnerstag wollen wir ein Ochse schlachten und der muss durch diesen Treibgang marschieren in den Transportwagen. Und damit er das ein bisschen einfacher macht, haben sie jetzt eine Woche Zeit wieder zu üben. Wenn sie Wasser wollen, müssen sie durch den Treibgang. Und dann marschieren sie einfach durch und es ist kein Problem. Wie immer mit meiner Allround-Maschine, dem Farmi-Hecklader, den benutze ich sehr viel auf meinem Betrieb. Ja, heute Nachmittag. Dann noch mit diesem Hecklader Schnitzel, Holzschnitzel in einen Bunker einfüllen. Sonst haben wir zu wenig Holz über den Sonntag. Und dann dem Abbeten. Aber jetzt zuerst, was gibt es wohl zuerst beim Bauerhause? 9 Uhr. Kaffee. Kaffee-Time. Und dann gehe ich früh in das Kaffee. So, Kaffee ist durch, jetzt gehe ich pflügen und ich kann online pflügen und online pflügen gibt auch Beiträge für bodenschonenden Anbau, da komme ich auch in den Genuss davon, jawohl. No, mein Traktor braucht noch Diesel, 160 Liter verbraucht. Gut 0,8 Bar. Der Reifen ist ziemlich platt. 160 Liter im Traktor angezeigt. Getankt 160 Liter. 244 Schweizer Franken. Querpflügen, da fahre ich nur langsam. Das schüttelt mir viel zu stark. Da meinen Rücken nicht kaputt machen. Feld fertig gepflügt. Es ist jetzt 10 vor 3. Jetzt nehme ich meinen Kaffee ein bisschen früher. Kaffee muss sein.